Direkt aus Jerusalem. Dies ist der Bericht aus dem Heiligen Land. Wir werden einige der berühmtesten Kirchen Israels besuchen und dabei in die Fußstapfen Jesu treten. Wir erleben Tänze japanischer Christen in den Straßen Jerusalems. Und wir werden sehen, wie Israel Sonnenenergie speichert. Dies und anderes mehr im Bericht aus dem Heiligen Land. Jerusalem. In tausenden von Jahren wurde die Geschichte dieser Stadt in heiligen Schriften niedergelegt, in uralte Steine eingemeißelt und auf alten Münzen festgehalten. Von diesen alten Münzen lässt sich manches ablesen. Über Kelche, die bis zum Überfließen angefüllt sind, über wuchtige Dattelpalmen mit ihren süßen Früchten. Vor fast zwei Jahrtausenden waren diese Münzen ein Symbol der israelischen Eigenstaatlichkeit. Diese jüngere Chanukka-Münze wurde zur Erinnerung an das ständige Ringen um Freiheit geprägt. Denn heute, wo Israel frei und unabhängig ist, hat es wieder seine eigenen Münzen. Das traditionelle Chanukka-Fest wird jedes Jahr durch Kerzenanzünden gefeiert. Chanukka-Münzen und Medaillen zeigen die verschiedensten Arten von Menoras, den Kandelabern, aus allen Teilen der Welt, wie diese hier, die man im Israel-Museum besichtigen kann. An den Menoras lassen sich die Kultureigenheiten der Juden in den verschiedenen Ländern ablesen, die dabei alle ein gemeinsames geistiges Erbe verkörpern. Eine faszinierende Vielheit an Münzen und Medaillen bezeugt die Kunstfertigkeit, mit der viele Motive verarbeitet wurden. Die Erinnerungsmünze zum Gedenken an Ben-Gurion. Der Kampf um Freiheit hat Jahrhunderte gedauert. Im Jahre 1948 erklärte Ben-Gurion die Unabhängigkeit des neuen und dabei so alten Landes Israel. Diese Staatsmedaille entstand zu Ehren der Knesset, Israels Parlament, der einzigen Demokratie im Nahen Osten und einer von nur wenig mehr als 20 Demokratien in der ganzen Welt. Auf der gleichen Medaille erscheint die Menora, das vielleicht älteste Symbol des jüdischen Volkes und das heutige Wahrzeichen des Staates Israel. Die israelische Knesset ist das Symbol von Stabilität im Nahen Osten. Auch kulturelle Ereignisse werden auf Israels Staatsmedaillen festgehalten. Hier sehen Sie eine Huldigung an Arthur Rubinstein aus einem der seltenen Filmstreifen einer Probe im Jerusalemer Theater. Der internationale Arthur Rubinstein Klavierwettbewerb wurde auf dieser Staatsmedaille verewigt. Und der Herr hatte einen großen Fisch gemacht, der Jona verschlingen sollte. Eine andere Staatsmedaille zu Ehren der alten Hafenstadt Jaffa, die jahrtausendelang ein Fischerdorf war und den Hintergrund für die Geschichte Jonas darstellt. Auch heute sind hier Fischer und Künstler zu Hause. Und hier erlebt man etwas von der magischen Anziehungskraft des Mittelmeers. Das Mittelmeer bei Jaffa.
wo der Wal den Jona verschlang. Die Geschichte, die Symbole und die Ereignisse, die sich im Heiligen Land so trugen, spiegeln sich in allen Münzen und Medaillen Israels wider. Und sie sind verkörpert in Jerusalem, der Stadt, von der das Gesetz Gottes ausging. Vor 180 Millionen Jahren, als Dinosaurier das Land durchzogen, war Israel vom Mittelmeer bedeckt. Vor nur 27 Millionen Jahren hob sich der Meeresboden und es entstanden die Berge und das Bett des Toten Meeres. Damals war das Tote Meer anscheinend ebenso groß wie heute. In Millionen von Jahren flossen dann starke Ströme von dicken sedimentären Ablagerungen ins Tote Meer. Ablagerungen, durch die Israel heute zu einem der Hauptexporteure von Pottasche geworden ist. Dies sind die Werke vom Toten Meer, in denen jährlich 1.200.000 Tonnen Pottasche gewonnen wird. Dies ist ein wertvolles Düngemittel im Pflanzenanbau und somit ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, mehr Nahrungsmittel für die Welt zu gewinnen. Es werden bereits Pläne gemacht, um die Produktionskapazität der Werke vom Toten Meer zu verdoppeln. Es wird nicht lange dauern, bis die jährliche Produktion die 2-Millionen-Grenze überschreitet. Das Tote Meer ist in der jüdischen Geschichte eng mit den Berichten von Abraham und Lot und von Sodom und Gomorra verknüpft. In der modernen israelischen Geschichte spielt das Tote Meer die Rolle als Pottaschenquelle, die 5% des gesamten Weltbedarfs deckt und dadurch einen wichtigen Beitrag zu Israels Kassenbilanz leistet. In Zukunft könnte das Tote Meer vielleicht noch wichtigere Funktionen übernehmen. Während Meerwasser im Allgemeinen einen Salzgehalt von 4-6% hat, enthält das Tote Meer 25% Salz. Das gleiche Salzwasser könnte das Modell werden für eine neue Art der Energiegewinnung durch Sonnenstrahlen, und zwar am Tage und in der Nacht, im Winter und im Sommer. Die Idee beruht auf der Benutzung von Sonnenteilchen. Der Salzgehalt des Wassers lässt die Sonnenwärme durch die Oberfläche dringen und das Wasser bleibt oben kühl. In einer größeren Tiefe jedoch wird die Hitze von dem gesteigerten Salzgehalt aufgefangen und das Wasser wird fast bis an den Siedepunkt gebracht. Das heiße Wasser wird von einer Zirkulationspumpe in Bewegung gesetzt und gibt seine Hitze an einen Ormat-Energieumwandler weiter. Ormat ist eine israelische Privatgesellschaft, die Turbinen zur Erzeugung von Elektrizität herstellt. Die gesamte Idee basiert auf zwei eigenen israelischen Forschungsprojekten, der Ormat-organischen Drehturbine und dem Sonnenteich. Seit 1958 befasst sich Israels staatliches physikalisches Laboratorium intensiv mit der Entwicklung künstlicher Sonnenteiche, das heißt mit dem Auffangen und Speichern der Sonnenhitze, ihrer Verwandlung in Energie und der Möglichkeit einer Station für Sonnenenergie. Diese Versuchsstation für die Erzeugung von Sonnenelektrizität mit 150 Kilowatt verwandelt den ganzen Tag über Sonnenenergie in Strom, egal wie das Wetter ist. Heute entwickelt die Firma Ormat eine 5000 Kilowatt Kraftstation, die als erste ihrer Art bis zu 2000 Megawatt aus dem Toten Meer gewinnen wird. Unser Berichterstatter sprach mit Yehuda Brunitzki, dem Präsidenten von Ormat. Wir haben vor, hier bis zum Jahre 2000 ein Kraftwerk mit einer Kapazität von 2000 Megawatt zu errichten und wollen diese Energie aus einem Teich von 400 Quadratkilometern gewinnen. Dabei werden wir rund 11 Milliarden Kilowattstunden täglich erzeugen, so viel wie der tägliche Bedarf heute im ganzen Lande ausmacht. Das Tote Meer, Schauplatz der frühen jüdischen und christlichen Geschichte, spielt heute eine bedeutende Rolle in der progressiven wissenschaftlichen Forschung in Israel. Dies ist Galiläa, ein Gebiet in Israel, an dessen Gewässern und in dessen Landschaft ein junger Mann namens Jesus aufwuchs und predigte.
Er lehrte, was im Alten Testament geschrieben steht und was er selber in der Synagoge gelernt hatte. Er predigte die Botschaft der Propheten. Wer heute Galiläa bereist, erlebt vieles noch ganz unverändert, so wie er es vor 2000 Jahren gesehen haben muss. Bei Lukas heißt es: Und Jesus kehrte nach Galiläa zurück, und von dort ging sein Ruf aus in die umliegenden Lande. Die Schönheit der ihn umgebenden Welt ging auch in die Kunst ein. Überall in Galiläa sind die Früchte des Landes in Mosaiken dargestellt und in den Stein eingehauen worden. Und viele dieser Darstellungen und Symbole sind heute in Kapernaum zu sehen, wo Jesus lehrte. Andere Werke erinnern an das Wunder der Speisung der 5000. Eines der ältesten jüdischen Symbole, die Menora. Heute befinden sich überall in Galiläa Kirchen der verschiedensten christlichen Glaubensrichtungen, die dort errichtet wurden, wo Jesus lehrte, wo er den Aposteln zufolge seine Wunder tat und wo sich seine dramatische Lebensgeschichte zutrug. Die Verklärungskirche steht auf dem hohen Berg, den Jesus zusammen mit Petrus, Jakobus und Johannes bestieg. Neben der moderneren Kirche, die sich heute hier erhebt, sieht man noch die Ruinen eines alten Kreuzfahrerbaus. Lasset uns drei Hütten bauen, sagte Petrus. Eine für dich, eine für Moses und eine für Elias. Überall in der Kirche sind dreifache Strukturen zu sehen. Hier spiegelt sich, wie überhaupt in ganz Israel, das gemeinsame Erbe von Christen und Juden wider. Denn ebenso wie Moses Gott bat: Ich flehe dich an, o Gott, vergib dem Volk seine Schuld. Gnade und Liebe, das ist die Botschaft Jesu, der als Junge in der Synagoge den Ausspruch im dritten Buch Moses gelernt hatte: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann fortfuhr, diese Botschaft der Liebe unzähligen Menschen zu predigen. An einer anderen Stätte, in Kana in Galiläa, verwandelte er Wasser in Wein. Und hier begann die Reihe der Wunder, die er dann tat. Das Land ist durch Kirchen markiert, die an jedes Ereignis erinnern, das in den Büchern der Evangelisten niedergelegt ist. Diese kleine Kirche am See Genezareth wurde an jener Stätte errichtet, wo sich Jesus seinen Jüngern offenbarte. Es gibt wenige Plätze, die beeindruckender sind als die Kirche der Seligpreisungen, wo er die Worte sprach: Selig sind die Friedfertigen, denn sie sollen Gottes Kinder heißen. Seine Worte und seine Taten, sie sind überall spürbar in dem Land, über das er schritt, das Land Israel. Japanische Besucher tanzen auf den Straßen von Jerusalem und singen auf Hebräisch. Sie sind Mitglieder der Makuya-Bewegung der neuen Zionisten, die die Herkunft des japanischen Stammes Hada bis auf die jüdische Diaspora zurückführen. Wir sprachen mit einem der Leiter der Bewegung, Dr. Akira Jindo. Wir Makuyas sind 170 Pilger. Wir sind hierher gekommen, um dem Erlöser zu danken, denn der Segen, den Gott Abraham verheißen hat, hat auch die fernöstliche Gegend dieser Welt erreicht, das heißt das Land der aufgehenden Sonne. Und wir, Mitglieder der Makuya-Bewegung, die wir an die Bibel glauben, sind mit dieses Segens teilhaftig geworden.
Dies ist unsere geistige Heimat und jedes Jahr schicken wir Hunderte von Abgesandten ins Land Israel. Dr. Yoshiro Saiki, ein weltberühmter japanischer Forscher, der 1965 starb, führt die Ursprünge des japanischen Hada-Stammes auf einen Juden namens Hada no Kawakatsu zurück. Dr. Saiki entdeckte zahlreiche Anspielungen an die jüdische Religion, so zum Beispiel einen Schrein mit der Bezeichnung Osake Jinja, was so viel bedeutet wie Schrein König Davids. Dr. Jindo berichtete uns mehr über die Makuya-Bewegung. Der Gründer ist Professor Ikuro Teshima, der vor 2 Jahren starb. Aber er liebte Israel bis zur letzten Minute seines Lebens. Er demonstrierte für Israel zu einer Zeit, wo alle Völker der Welt Israel als das Waisenkind unter den Nationen sahen. Er sprach sich gegen den arabischen Boykott aus. Die Tochter von Professor Teshima erzählt uns auf Hebräisch. Mein Vater liebte Israel sehr. Er ist bereits im Himmel. Aber wir setzen seinen Glauben fort. Seinen Glauben an den einen Gott. Die Makuya-Gruppe hat ihrer Bindung an das jüdische Volk mit folgenden Worten Ausdruck gegeben. In der unsterblichen Geschichte des jüdischen Volkes sehen wir die Offenbarung der heiligen Vorsehung und ihre Erfüllung in und um das Land Israel. Gott hat sich selber auf den Hügeln von Zion niedergelassen. Der friedliche Neuaufbau Jerusalems ist ein ermutigendes Zeichen für die Brüderschaft aller Völker. Nächsten Mal mit neuen Aspekten der Geschichte des Heiligen Landes in unserer Zeit. Der Bericht aus dem Heiligen Land wird hergestellt und geleitet von Yale Rowe. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Gisela Seiler mit einem herzlichen Shalom aus Jerusalem.